Leck mich am Arsch, Alemannia. Also, wenn wir das Ziel haben, nächstes Jahr aufzusteigen, dann dürfen solche Spiele aber nicht die Regel werden. Also, das war ja heute wieder für das Alemannia-Herz ein Auf und Ab und ja, meine Pumpe war schon jenseits von 200. Also, wenn ich den Aufstieg noch mal jemals miterleben will, dann dürfte mir mit solchen Spielen aber nicht mehr kommen. Ja, was für eine erste Halbzeit. 20 Minuten, da sagen wir mal, war die Mannschaft leicht verunsichert. Vor allem, wenn man bedenkt, dieser Ball von Müller zurück, was ja fast ein Eigentor geworden wäre. Dann typischerweise wieder Rückstand, den Ausgleich gemacht nach der Halbzeit und sofort wieder in Rückstand geraten. Ja, und dann Doppelrot für den SV Strahlen. Ja, das muss man erstmal schaffen, innerhalb von 2 Minuten sich eine doppelrote Karte zu holen, wegen Tätlichkeit. Doofheit, kann man auch noch sagen. Ja, zum Glück haben wir das ausgenutzt. Also, ich hätte ja dann eher auf das 1-3 getippt, als statt wieder noch das 2-2 schießen und schon gar nicht das 4-2. Aber, wie gesagt, meine Pumpe, die war ja jenseits von Gut und Böse. Aber das ist ja Gott sei Dank noch geschafft mit dem Auswärtssieg. Und am Ende ein 4-2, Hattrick dreimal, Elsamet Ramay. Und Auftrag an euch, Alemannia, wenn wir nächstes Jahr angreifen wollen, wenn wir nächstes Jahr nach oben gehen wollen zur dritten Liga, dann muss mit diesem Mann verlängert werden. Und am besten noch heute Abend. Solche Leute werden wir brauchen in Zukunft. Und Helge Hohl, alles Gute weiterhin. Ein guter Einstand zum Glück für dich. Und ich hoffe, es geht so weiter. Aber bitte nicht mehr mit diesem Harakiri-Spiel. Also, dann werde ich das wahrscheinlich nicht mehr lange miterleben. In diesem Sinne, durchatmen nach einer turbulenten Woche. Und jetzt heißt es, das Wochenende genießen. Und dann schauen wir mal, was wir gegen den ersten FC Köln 2 machen. Heimspiel, Freitagabend. Ich hoffe, vor einer guten Kulisse. Und dass wir dann gewinnen werden. Und vielleicht ein ruhiger Sieg mal wird. So ein charmantes 3:0, wo man sich gar nicht aufregen muss. Das wäre mal was Feines. In diesem Sinne, macht es gut. Sagt Kartoffelkäfer Dirk. Ciao.